Wow, das sind ziemlich krasse Worte. Okay, Bachs Recherchen untersuchen. Alter, willst du mir jetzt aber nicht erzählen, dass wir die Hölle suchen sollen? Alter, okay, das ist auch ein bisschen zu viel zum Los, zum Vorlesen. Ja, Freunde, ne? Ich lasse es einfach mal kurz hier einen Moment stehen. Ihr könnt das Video auch pausieren und dann könnt ihr es euch einfach durchlesen. So, und jetzt sollen wir in Zimmer 13 gehen. Ist natürlich auch super, dass hier eine fett gemalte 13 steht. Ich glaube, durch die Tür sollen wir nicht. Ah, da. Okay. Wickers Tagebuch. Das liegt natürlich hier ganz offensichtlich. Wollen Sie Zimmer 13 betreten? Ich bin doch schon drin. Okay. Das gefällt mir nicht. Schluck. Oh. Es hat sich erstaunlich viel verändert, nämlich gar nichts. Sollen wir jetzt immer noch das Tagebuch untersuchen, oder? Ist tatsächlich jetzt eine Instanz. Ach du Scheiße, was sind das? Orderint dum metuant. Und ein Haufen unverständliche Zeichen. Na, ich lese es mal vor. Die Übertragung der Runen ins Lateinische ist nicht perfekt, aber mein Buch des Blutes ist als Ganzes nicht perfekt. Jede Beschwörung tilgt Erinnerungen an die Menschheit aus meiner Seele, tilgt die Seele aus meinem Willen. Der Wille ist ungebändigt. Diese Kreise sind die Bilanz, die ich zurücklasse. Eine löchrige Bilanz, eine schwache Wiederholung des Wesens, das ich einst war und nun ablege. Ich könnte nicht zur Menschheit zurückkehren, selbst wenn ich es wollte. Orderint dum metuant. Okay, ist schon eine Weile her, seit ich Latein hatte und ich habe keine Ahnung, was es heißt. Einen Weg finden, den Sionskreis zu aktivieren. Alter, willst du mich verarschen? Hä? Ich will den Teppich aufheben. Alter. Oh, nee. 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 Jedes Zeichen. Je. Oh, nee. Alter, das mache ich doch nicht. Bin ich irre? Alter, nee. Oh Mann, ey. Aber ich glaube, Moment, ich muss gerade mal was nachgucken. Ah, nee. Nee, doch nicht. Nee, ich dachte, ich hätte mir schon mal Notizen zu der Mission gemacht von einem früheren Charakter, aber nee. Die habe ich ja gar nicht mehr. Die habe ich ja weggeworfen, wie intelligent ich bin. Nee, Freunde, ganz ehrlich, das mache ich nicht. Also, das ist mir jetzt, ganz ehrlich, jetzt hier ständig reingehen, Bild anzeigen. Hä, und da steht es ja nicht mal. Das heißt, ich muss jetzt jedes Mal das scheiß Tagebuch öffnen. Um dann ein oder zwei oder drei Zeichen. Und das ist gerade mal Stufe 1 von 6. Okay, Freunde, das machen wir vielleicht irgendwann später mal, aber definitiv nicht jetzt. Tut mir echt leid. Vielleicht mache ich es ja mal so, dass ich mir die Lösung separat rausschreibe für diese Dings. Für diese Kreise, weil ganz ehrlich, ich mache da jetzt hier keine halbe Stunde rum, um so einen blöden Kreis zu aktivieren und Stufe 1 von 6 abzuschließen. Ich meine, da kann man ja eins und eins zusammenrechnen und wissen, dass natürlich noch drei, vier oder fünf andere von diesen Kreisen kommen, die immer schwerer werden. Denn so ist es. Ich habe die Mission nämlich schon mal gemacht, deswegen weiß ich das noch. Boah, scheiße. Nee, das geht echt nicht. Tut mir leid. Da konzentrieren wir uns lieber mal auf die Missionen, die in einem Let's Play machbar sind. Und suchen uns hier mal den Resonator. Wo ist denn der? Ach, Dämonenresonator. So. Der Resonanz zu einem entstehenden Höllenriss folgen und ihn versiegeln. Ah, sieh einen an. Nur so eine Frage, wieso haben wir eigentlich dieses Pieps, 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 das immer lauter wird, wenn wir näher kommen, obwohl uns der Zielbereich schon angezeigt wird? Ist ja Quatsch. Absoluter Quatsch. Ist aber kein entstehender Höllenriss, oder? Ach so, ich verstehe. Nee, es ist nur ein instabiler Höllenriss. Okay, nehmen wir mal weg. Das war aber gar nicht die Lösung von dem Ganzen jetzt. Nee, ist auch falsch. Ach, deswegen brauchen wir das. Wir wissen das Zielgebiet, aber wir wissen nicht, wo der Kreis entsteht, der Höllenriss entsteht. Aber
Ist denn richtig? Ach, sieh einer an. Ja, ist ja gut, dreh nicht durch. Alter! Oh, ich werde angegriffen. Ein Schänder. Ja gut, es ist ja nicht wirklich eine Herausforderung. So. Das Problem sind halt wirklich immer diese Gegner-Scharen, die auftreten. Und vor allem bei Höllenrissen, also oder bei Spawning Points, sage ich jetzt mal, von Spawning Points, yeah, bei von Feinden, genau. Ich hab's heute wieder mit dem Deutsch, man merkt's. Es ist immer so eine Sache, dass dann Massen von Gegnern rauskommen. Die geben einem natürlich aufs Maul wie nix. Ist klar. Jetzt mal erstmal den Höllenriss zu. Komm. Boah, Alter! Willst du mich verarschen? Gebundene Höllenbrut? Bitte was? Ich will aber hoffen, der spawnt jetzt nicht noch mehr. Zack. Alle auf einmal. Einer ist schon tot. Nummer zwei ist tot. Und Nummer drei ist da, wo er hergekommen ist. So. Ach komm, ey, dieses Gepiepse. Schnauze. Ah, schön. Ruhe. So, den letzten entstehenden Höllenriss finden und versiegeln. Zombie, hau ab. Oh, und da ist sogar noch eine Quest. Aber die Zombies sind hier sogar gelb. Komm, die Quest nehmen wir noch mit. Vierten Grad, die ist sogar schwer. Leichen verbrennen. Stufe 1 von 1. Wollen wir es gleich mitmachen? Nee, komm, wir... Doch, das machen wir mal mit, aber wir wissen ja, was wir tun müssen. Deswegen haue ich jetzt hier erstmal die Zombies weg. So, komm, aber die müssen wir jetzt echt mal kriegen. Alter, wie hauen die denn rein? So, das hat gesessen. So, die Leiche verbrennen wir natürlich auch gleich. Schön, dass man jetzt hier ein bisschen die Quests miteinander verknüpfen kann. Leichen verbrennen, 1 von 5. Und wie finde ich jetzt einen Höllenriss, ohne das Ding aktiviert zu haben? Wahrscheinlich muss ich es nochmal aktivieren. Tatsächlich. So, einen Moment. Ja, zu dem Typen gehen wir auch noch. Der hat einen Haufen Quests für uns. Ich nehme aber jetzt erstmal das Wissen mit. Okay, hier ist definitiv kein Höllenriss, wo der Rat von Venedig gastiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier rechts wahrscheinlich. Was ist das? Ist ein Vergnügungspark, kann das sein? Oh, tatsächlich. Was soll denn der jetzt sein, der Höllenriss? Ist da noch eine Leiche? Hier ist er. Wahrscheinlich, ja. Sieht gut aus. Nein, nicht schon wieder. Oh Mann. Mistviech, jetzt reicht's mir aber. Ich hoffe, der spawnt keine nach. Natürlich. Ah, nee, Gott sei Dank. Ich wollte gerade schon sagen. Natürlich spawnen da welche nach. Nee, es war ja Hilfe für uns. So, Ruhe. Ach, schön. Ah, gut. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Oh. 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 Wir nehmen natürlich das mit dem Angriffswert und rüsten es auch gleich mal aus. Wo haben wir es denn? Da unten haben wir es. Ah, wir haben jetzt sogar noch was Weißes drin gehabt die ganze Zeit. Na komm. Geh. Ich finde das manchmal so zum Kotzen. Mann! Jetzt geh! Ist okay. Oh. Knarf! Es geht schon wieder nicht, ich sehe es. Wieso geht es jetzt wieder nicht? Das gibt's doch nicht. So. Jetzt! Ja! Cool! Geil! Super! So, und jetzt müssen wir noch Leichen verbrennen. Das machen wir natürlich gleich. Wir wollten ja auch noch zu diesem Typen zurück, zu dem da vorne. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwo Leichen rumliegen. Die Leiche hier ist verschwunden. Da wahrscheinlich da vorne dann.
Natürlich, die nagen natürlich wieder an einer. Wie Zombies nun mal so sind. Immer an Leichen rumnagen. Haben auch nichts Besseres zu tun. So. Weg mit euch. Zack. Und KP verdient. Weg. So. Wo ist die Leiche? Da ist die Leiche. Ja, wo ist die Leiche? Da brennt die Leiche. Sehr schön. Dann ist da natürlich wieder eine Leiche. Wunderbar. Mit solchen normalen Zombies wären wir natürlich richtig gut fertig. Auch wenn sie in der Gruppe angreifen. Vor allem, weil man ihnen halt relativ gut ausweichen kann. Relativ gut ausweichen kann. Ein bisschen was kriegen wir natürlich ab. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich hätte wirklich mal gerne mehr Massendamage-Fähigkeiten. So. Mehrere Gegner gleichzeitig Platz zu machen. Ah ja, hier macht uns das Feuer also nix. Kann ich gleich nochmal verbrennen? Ah, schade. Das wäre cool gewesen. Und da drüben ist natürlich wieder eine Leiche. So. Tja. Ihr könnt nicht klettern. Ihr könnt nicht klettern. Oh, doch könnt ihr. Hoppla. So, weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Und zack. Schade, nicht alle erwischt. So, zwei von vier sind weg. Und die anderen beiden auch gleich. Komm. Zack, zack, zack. So. Ich versuche mal ein bisschen häufiger das Schwert einzusetzen. Denn wenn wir Paladin spielen später, werden wir das ja sowieso häufiger brauchen. Also von daher. So, aber dieses Leichenverbrennengebiet ist auch riesig, so wie es aussieht. Und hier war noch eine, ne? Ne, da war noch eine, genau. So, ja, kommt her. Wir brauchen auch in der Regel nicht so lange, bis die wieder nachspawnen. Aber ich will natürlich nicht so lange warten. Weil mit den paar Dutzend Zombies werden wir natürlich fertig. Oh, ach du Scheiße. Alter! Bitte was? Machen uns gerade die Zombies fertig? Alter, was? Alter, Scheiße! Massendamage, Massendamage! Mach schon! Ja gut, okay. Das war nicht mal unknapp. Kann man so sagen. So, die Leiche ist verbrannt. Wir können die Quest abgeben und direkt eine neue annehmen, so wie es aussieht. So. Oh, schöner Hund. Oder Wolf. Ja, John Wolf. Ja, so ein Zufall. Oh. 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 Ja, okay, Bach und die Hölle machen wir jetzt sowieso nicht. Dann nehme ich jetzt mal die Liga. Nee, nicht die Liga der Monsterjäger. Oder machen wir mal wieder eine Sneaky Mission. Das schwarze Haus, das klingt richtig cool. Dann machen wir nämlich das jetzt mal. Wobei. Ja, doch, das machen wir jetzt mal. Zack. Mich erschreckt kaum was. Ich war in Häusern so voll mit Geistern, dass ich nur nach einem Exorzismus scheißen gehen konnte. Aber das verbrannte Haus da, das schwarze Haus, da drin habe ich eine scheiß Gänsehaut bekommen. Nicht vor Schreck, das nicht. Aber berührt. Gespenstisch. So ein kalter Ort. Aber das Witzige ist, dass die Einheimischen schuld sind, dass es dort spukt. Sie hatten so viel Angst vor Hexen, dass sie gar nicht überlegten, was Hexerei kann und was nicht. Seit es abgebrannt ist, müssen sie mit Schlimmerem leben als Magie. Im Umkreis von 100 Metern spürt's jeder, wie Fingernägel auf einer Tafel. Wer das Böse im Menschen sucht, der findet es auch irgendwann. Auch wenn es vorher überhaupt nicht da war. Gar kein blöder Spruch, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Ja, ist mir auch schon früher aufgefallen. Das Spiel hat schon eine gewisse Tiefe, was viele andere Spiele nicht haben. Das Schwarze Haus. Einen Weg finden, das Schwarze Haus zu betreten.
Was ist das? Das knottert da so. Okay, ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, und da haben wir Wissen. Cool. Das nehmen wir natürlich gleich mal mit. So, da unten können wir nicht rein, aber da leuchtet irgendwas. Ah, da ist eine Leiter. Können wir die vielleicht nicht nehmen? Na super. Oder? Können wir die? Nee. Wäre auch zu einfach gewesen. Können wir hier hoch? Ja! Das war zu einfach. Das Erdgeschoss nach Hinweisen durchsuchen. Alter. Was ist hier passiert? Iii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 
Urne benutzen. Na. Was? 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 Carrie Killians Asche bergen. Soll ich jetzt einfach die Schutzzauber deaktivieren, oder? Okay, das war der falsche wahrscheinlich. Wir brauchen also eine Reihenfolge. Ach so, die... Nee, Moment, hier sieht man doch... Ich muss gerade echt mal nachgucken. Hier musst du bestimmt irgendwo... Was sein? Das gibt's doch nicht. A sinner alive. Mist. Was benutzt man denn jetzt als nächstes? Ach komm, das ist wohl jetzt ein Witz. Und dass es mich immer erwischt, jedes Mal. Okay, wir probieren es jetzt einfach aus. Ich habe halt wirklich keine Ahnung. Okay. Okay, ich habe einen Verdacht. Der sich nicht bestätigt hat. Juhu. Ach komm, verarsch mich doch nicht. Ich dachte, wir müssten das Pentagramm einfach nur nachzeichnen. Aber anscheinend funktioniert es nicht so ganz. Ey, komm. Also wir haben auf jeden Fall schon mal das erste gefunden. Das ist ja schon mal was. Aber ich glaube, dann müsste das hier das nächste sein, ne? Ja. Okay, zack. Dann gehen wir mal hier hoch, machen mal das. Ja, 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 ja. Dann hier. Und da oben. Ja, wir mussten es tatsächlich nachzeichnen, nur in die andere Richtung. Und damit passt's. Super. Zum Ufer des Miskatonic gehen. Miskatonic. Komischer Name für einen Fluss wahrscheinlich. Ufer des Miskatonic, ja. Seltsamer Name, aber okay. Miskatonic. Hm. So, 140 Meter. Eine Sig-Oil-Tankstelle mal wieder. Haben die in jedem Bereich der Insel eine eigene Tankstelle? Das ist aber... ganz schön großzügig für die 500 Einwohner hier. Okay, wahrscheinlich waren es mehr, weil die ganzen Einwohner sind ja jetzt Zombies. Das heißt... ja, doch, es müssen deutlich mehr als 500 gewesen sein. Eine ganze Inselbevölkerung. Die Asche über dem Wasser verstreuen. Wie machen wir das jetzt... Asche über dem Wasser verstreuen. Ah, da war was. Verdammt. Das war ein Chatbefehl, glaube ich. Mist. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie er heißt. Muss ich gerade echt mal überlegen. Verschütten war es nicht. Aus. Nee. Mann, wie heißt's? Ich mach jetzt mal ausschütten. Mist. Verstreuen. Mist. Über dem Wasser verstreuen. Das war irgendwas mit einem Chatbefehl. Ich weiß es ganz genau. Das muss man per Chatbefehl machen. Es gibt nämlich auch einige Missionen, die man nur per Chatbefehl tatsächlich lösen kann, quasi. Oder müssen wir doch hier was machen, weil irgendwie das lotst mich doch jetzt direkt hier hin. Aber ich sehe nichts. Kann auch nichts anklicken. Oder haben wir die hier im... Ah, wir haben die im Inventar. Das geht natürlich noch einfacher. So. Gut. Aber es gibt tatsächlich Missionen, die man nur per Chatbefehl lösen kann, quasi. Und ich glaube, die Klinge ist besser, ne? Die ist tatsächlich besser, die... Können wir aber, glaube ich, noch gar nicht benutzen, oder? Ich weiß es nicht. Doch, können wir. Super. Hä, aber die andere ist wertvoller. Wie kann das sein? Grenze der Elemente. Wir würden nur minus 9 Trefferwert bekommen, aber plus 25 Waffenkraft, plus 16 kritischer Trefferwert und plus 11 Durchdringungswert. Und trotzdem
ist die Waffe weniger wert als die andere. Ja, wahrscheinlich einfach deshalb, weil in der anderen Waffe noch eine Glyphe drin ist. Wir wechseln jetzt aber trotzdem mal. Was natürlich nicht geht. Ah! Dass man es immer mehrmals machen muss, es nervt so unglaublich. Ich habe auch keine Ahnung, woran das kommt. Ich habe das noch gar nicht gefunden, dass es irgendjemand anders mal gesagt hätte. Dass es jemand anders schon mal passiert wäre. Aber okay, man nimmt's halt hin. So. War es das jetzt schon? Tatsächlich, wir haben wieder alle Missionen gelöst. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zu unserem John Wolf. Oder Wolf, nee, Wolf hieß er ja, ne? Wir sind ja in England, also John Wolf. Aber die haben teilweise echt merkwürdig deutsch klingende Namen. Ich meine, der Bach, der, wie hieß er? Daniel Bach? Und dann, gut, John nicht unbedingt, aber Wolf oder Wolf. Gut, heißt im Englischen halt auch genauso. Gut, Beaumont, dann Französisch. Ja gut, da ist halt von allem ein bisschen was dabei. Hä? Strange Zombies, okay. Hier ist eine Grube. Ah, das habe ich mir doch fast gedacht, dass da irgendwas unten drin liegt. Und ich finde auch nach wie vor, egal was man von der Grafik halten mag, und ich finde es für ein MMO wirklich geil, aber das Wasser, ich finde das Wasser ultra geil gemacht. Keine Ahnung wieso eigentlich. Also es ist halt, ich weiß nicht, es sieht unfassbar geil aus, finde ich. Natürlich gibt es da Spiele, bei denen es ganz anders nochmal aussieht, aber für ein MMO, ganz ehrlich, finde ich immer noch mega geil. Ach so, ich wollte ja zum John Wolf. Was sind der? Huch. Hä? Gar keine Kampfmusik. Das ist jetzt allerdings seltsam. Ah, jetzt kommt die Kampfmusik. Ein bisschen zu spät. So. Zack. La-di-da-di-da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 . Zombies töten macht Spaß. Und zack. Und du auch noch. So. Ich gehe mal kurz zu den geparkten Autos. Weil ich wissen will, ob hier vielleicht noch eine Quest ist, aber anscheinend nicht. Schade. Hätte ja sein können. Und ich glaube, da ist es auch wieder John Wolf. Und dann machen wir auch mal ein bisschen wieder mit der Hauptquest weiter, würde ich sagen, danach. Aber jetzt mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Let's Play The Secret World. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin.